Kuala Lumpur, der Hauptstadt von Malaysia. In dieser Miniserie nehme ich dich mit und wir erkunden gemeinsam ein bisschen diese Metropole. Ich freue mich, dass wir uns gemeinsam einen ersten Eindruck schaffen werden mit Sehenswürdigkeiten natürlich, die auch in den folgenden Videos dann hier bei Marc und Robert erscheinen werden. Aber ich lasse euch mal ganz kurz alleine mit diesem wunderbaren Blick auf diese Skyline. Also meine lieben Freunde, der erste Eindruck natürlich von dieser Lokalität, ich glaube, das ist fantastisch. Das ist wirklich so ein Infinity Pool, wie ein Pool sein sollte, ähnlich wie natürlich in Singapur. Jetzt zeige ich euch mal ganz kurz noch die Unterkunft, wie das Studio hier ausschaut und dann begeben wir uns mal raus auf die Straße und machen mal den ersten nächtlichen Eindruck. War jetzt schon beeindruckend. Ich bin mal hier runtergegangen, Ground Floor sozusagen. Und hier bietet sich auch ein weiterer Blick natürlich auf die Skyline von Kuala Lumpur an. Ich befinde mich hier direkt an der Hauptstraße. Wirklich gut gefahren. Aber natürlich auch im Vergleich zu anderen Städten wie Hanoi oder Bangkok ist Kuala Lumpur relativ ruhig. Einfach aufgrund der Einwohneranzahl deutlich unter 2 Millionen. Großraum natürlich von Kuala Lumpur ist ein bisschen mehr besiedelt. So, wir machen es auf jetzt hier, meine lieben Freunde. Hier vorne ist gerade die Shopping Mall Putra. Was natürlich sofort auffällt, ist, die Stadt ist grün und es lässt sich einfacher hier zu atmen. Die Luftverschmutzung ist hier deutlich geringer als in anderen Städten in Südostasien. Es ist wirklich eine Stadt mit einer sehr, sehr hohen Lebensqualität. Zuletzt war ich hier allerdings im Jahre 2017, also eine lange, lange Zeit her. Deswegen bin ich wirklich voller Vorfreude eigentlich, was auf uns hier gemeinsam wartet. Welche Neuigkeiten es gibt. Ich weiß, mittlerweile gibt es ja das zweithöchste Gebäude der Welt hier. Das werden wir mal in den zukünftigen Videos uns mal ein bisschen näher anschauen. Petronas Towers natürlich, dann die Batu Caves, all diese Sachen. Also die eine oder andere Überraschung gibt es natürlich hier. Ich freue mich. Lass mich mal in den Kommentaren wissen, wenn du hier schon mal warst, in Kuala Lumpur, was dein Lieblingsort ist. Bietet solche Speisen an. Also auch hier natürlich ähnlicher Einfluss wie auch in Thailand und natürlich auch ein bisschen indisch angelegt, angehaucht. Hier natürlich Pork auch. Und Fishballs nicht zu vergessen. So, ich würde sagen, wir überqueren mal die Straße. Super entspannt jetzt eigentlich. Nochmal, es ist
auch von der Lautstärke her, von der ganzen Kulisse, die Atmosphäre, deutlich gediegener als eine Metropole wie Hanoi, Bangkok, Ho Chi Minh. Toll. Also der legendäre 7-Eleven gibt es auch hier in Malaysia. Schaut euch mal diese bunte Palette an, mit traumhaften Speisen. Ja, Mango auch hier im Angebot, die Drachenfrucht. Das sind halt diese Früchte und auch die Gemüsearten, die es halt hier in Südostasien so gibt. Das ist ein Mangostil. Das Mangostil zum Beispiel. Yes. Ist ganz Sala. Lecker. Da drin eine Banane. Sala. Ich sage, das sieht lecker aus. Hier ist Oriane, das Curry. Da merkst du halt, der Einfluss der Inder auch hier natürlich historisch mit Malaysia sehr, sehr eng verbunden. Und das Essen spitzenmäßig. How are you, my friend? All good? Okay, my friend. You have lovely fruits. Okay, very nice. That's great. Okay, friend. Yeah. Okay, grande. Delicious. Angebot von Streetfood ist doch ein bisschen anders hier. Gefällt mir aber ganz gut soweit. Ähnliche Atmosphäre natürlich auch hier wieder. Die Leute sitzen gerne am Straßenrand. Hier Tom Jum wird ja und natürlich auch hier Hähnchen im Angebot. Nee, probiert dieses Bier. Anker nennt sich das. Das ist ein Pilsner. Ah, das ist süffig. Nossa, das ist süffig. Das ist lecker. Ich denke, ich nehme dich jetzt mal mit in diese Mall mit hinein. Wir schauen uns mal den Supermarkt an, was es hier eigentlich so alles gibt in Malaysia. So, hier, das ist ein Steakhouse. Menate nennt sich das Ganze. Da gibt es verschiedene Steaksorten. Hier, wie du es natürlich haben möchtest. Welche Art vom Cut natürlich. Tomahawk, T-Bone, Tenderloin, Beef Dry-Aged. Das sieht doch gut aus. Kuchenliebhaber aufgepasst. Pavlova, Berries Pavlova. 19,90, das sind so 4 Euro für ein Stück. Cheesecake, Chocolate Biscuits,
Hazelnut Rocher Tiramisu. Ich weiß, wo ich morgen mich Mühe lassen werde und Nachtisch zu mir nehmen werde. Herrlich, ich liebe solche Sachen. Na, die Mall ist, wollte ich gerade sagen, für malaysische Verhältnisse relativ klein, aber das macht sie nicht ungeliebender, sondern hat weiterhin trotz alledem die ganzen Retail-Einheiten, die du suchst, wenn du einkaufen gehen möchtest. Hier The Face Shop beispielsweise, H&M, also auch die ganz großen Marken sind natürlich hier vertreten. Starbucks, ja gut, dazu kennst du meine Meinung mittlerweile. Ich wollte nicht mehr wiederholen, weil wir sagen, wir fahren mal runter in den Lower Ground, wo uns unter anderem auch ein Food Court erwartet. Hier gibt es Sushi zum Beispiel im Angebot. Das sieht aber lustig aus. Das ist eher so Art wie so Toastbrot und angefüllt. Irgendwie mit einer Paste oben drauf. Also das ist natürlich Sushi. Ebiko hier. Oder natürlich ganz normal hier Salmon auf dem Reis. Also das geht unter Sushi durch. Das andere kannte ich sonst nicht. Hier, das ist ein guter Ort, wo du zum Beispiel für 3 Euro essen gehen kannst. Sukiya, da bekommst du zum Beispiel für 3 Euro hier Chicken Katsudon, Teriyaki Chicken und Tamadon oder Ontama Yakitori Don. Die Abbildung sieht ganz lecker aus. Und das doch auch dazu. Hier ein Fruchtshop, MBG, gibt zum Beispiel Erdbeeren im Angebot, 4 Euro das Pack, Entschuldigung, 2 Pack für 4 Euro, ein Pack liegt bei 12, kriege ich das in etwas über 2 Euro, natürlich auch hier wieder Kuchenstücke. Zum Beispiel eine Pizza, 8 Inch groß. 20 Ringgit. Das ist der Mercato, 1,50 in Apfel. Hier Granny Smith, ein Stück 5,90. Wie gesagt, 5. Malaysische Ringgit sind ungefähr 1 Euro. Zitrone 1,69. Sieht super frisch aus. Sellerie, Karotten, Krautkohl, Kohl. Salatblätter, Blumen. Natürlich auch die verschiedensten Pilzsorten oder hier natürlich ein paar Gemüsesachen, die auch nicht fehlen dürfen oder fehlen darf. Verschiedensten Soßen. Lass uns mal schauen, was Oliven zum Beispiel kostet. Das sind Oliven, die aus Spanien kommen. Die liegen so bei ungefähr 3 Euro für 340 Gramm. Dann Ketchup, einfach mal so als Idee. Muss mal gucken, Heinz Ketchup. Okay, das ist ein Chili Ketchup von Heinz. Der liegt bei 6,45, also etwas über 1 Euro. Ihr kennt mit Sicherheit Kaba aus Deutschland. Ja, hier das Nestle-Produkt. Ähnliches, das nennt sich Milo. Das Problem ist, das hat so einen hohen Zuckergehalt. Das ist wirklich ungesund. Also davon rate ich euch ab. Ich bin zwar kein Ernährungswissenschaftler, aber wenn du dir das anschaust, die Nährwerte hinten dran, das Produkt hat fast 40% Zucker allein. Also das ist No-Go.
hier Haferflocken. Lass uns mal schauen, was Haferflocken kostet. Quarker, also etwas unter einem Euro für 300 Gramm. Ja, Kaffee natürlich auch. Kaffee ist ja etwas, was auch teilweise hier angebaut wird. Ja, gucke ich mal, ob ich jetzt was hier gerade finde. Auf Anhieb. Ja, jetzt nichts hier irgendwie, was ich euch gerade mal so als Beispiel zeigen kann, sondern dass hier viel Starbucks lastet, also zum Beispiel für die Maschine. Ganz normaler brasilianischer Kaffee hier zum Beispiel 37,90. Das ist 227 Gramm, also das ist nicht mal ein Pfund. Wichtig natürlich auch im Supermarkt ist einfach mal zu sehen, was eigentlich so Bier kostet und Wein. Fangen wir mal bei Bier an. So, da gibt es natürlich auch hier internationale Sachen, wie das deutsche Erdinger, was ungefähr bei 4 Euro liegt, die Flasche, für einen halben Liter. Das ist, jetzt mal ganz ehrlich, das hört sich viel an, aber wenn du bedenkst, dass du in Europa zum Beispiel weggehst, im Biergarten, das hast du eigentlich den gleichen Preis. Und das ist dann exportiert hier nach Malaysia, einmal rund um die halbe Welt. Bier sonst hier zum Beispiel, Guinness 13,90, okay, das ist natürlich ein bisschen gestreckt. Tiger 12,95 aus Singapur, Edelweiß 7,90. Ich gucke gerade, ob ich hier irgendwas Lokales finde, aber gibt es hier nicht. Ah, das günstige Asahi, das ist zum Beispiel ein japanisches Bier, das ist ganz lecker, 9,10 für 320 Milliliter, also etwas über 2 Euro. Oder naja, nicht ganz, knapp 2 Euro. So, hier habe ich zum Beispiel Wolfblass gefunden. Die Flasche liegt bei 49,89, also 10 Euro. 10 Euro, das ist hier so mehr oder weniger der Einstiegspreis für eine normale Flasche Wein. Das ist jetzt nichts Besonderes. Und Preise gehen hier wirklich auch ähnlich wie in Thailand oder natürlich auch in Vietnam oder Singapur natürlich auch. Allgemein, der Preis hat kein Limit. Schau ich mal an hier, was wir noch haben, zum Beispiel wenn wir Champagner möchten, Moët Chandon, da liegen wir bei 326, ja. Und Frischenet aus Spanien bei 140. Ich dachte, ich habe hier einen Henkel mal gesehen, habe ich mich getäuscht, okay, na, ja. Die Flasche Whisky zum Beispiel, das ist auch noch etwas. Müssen mal gucken, was eine Flasche Whisky kostet. So, die Famous Ghost zum Beispiel 191. Das, meine Freundin Ella, sie lebt in Schottland. Lieben Gruß, geht raus an mich. Ja, Scottish Leader 210. Ja, hier Nordirland mit Bushmills vertreten 254. Wie gesagt, 5 malaysische Ringgit, das sind 1 Euro. Also dann kannst du das umrechnen, das Ganze, was das eigentlich kostet. Der Liter Milch fängt bei 8,70 an, geht dann 29,805. Lactazoi, das ist, ich glaube, das ist eine Thai-Marke. Ja, genau, das ist da, da habe ich mal ein Video dazu gemacht, wo dann so eine kleine Rockband quasi die Repräsentanten waren dieser Marke. Aber auch hier aus Australien zum Beispiel ein Liter 49, also wie gesagt, das ist der Liter Milch hier fast 2 Euro. Fahren wir mal fort hier mit Joghurt. Okay, das sind natürlich internationale Produkte, also 125 Gramm für 4,90. Emi aus der Schweiz 27,40. Okay, der Joghurt hat 450 Gramm, aber dennoch, das ist alles diese Preise. Käse, schauen wir uns den Käse an. So Goat Cheese, auch hier, das Ganze 5 Euro quasi. Ja, Ziegenkäse 200 Gramm, 5 Euro. Feta, der liegt bei 20,70, also etwas über 4 Euro. Einen ganz normalen Camembert und ein Prix. 14,89, also etwas weniger als 3 Euro.
Eier, ja, die sind so bei 4,50. Das ist eine Jumbo Premium Eggs, 4,50 für 6 Eier. Was haben wir hier noch, was wir dir zeigen können? Lass mal schauen. Wir haben ja hier zum Beispiel in der Metzgereiabteilung natürlich australisches Beef, ganz klar. Weil Australien einfach ein ganz, ganz großer Exporteur ist und natürlich Malaysia Importeur von den verschiedensten Fleisch. Sagen wir mal hier zum Beispiel ein Black Angus. Das ist für 210 Gramm 14,05. Der Lachs, norwegischer Lachs, okay, das geht eigentlich. Kofresh, naja, das ist 2 Euro für 100 Gramm. Im Land der Kokosnuss darf natürlich die Kokos nicht fehlen in unserem Einkaufs-Overview-Programmchen hier. 6,40 für diese Kokosnuss, also etwas über 1 Euro. Im internationalen Vergleich als direkter Produzent ist zum Beispiel, wenn du das vergleichst, wenn du das vergleichst zum Beispiel mit Brasilien, kostet so eine Kokosnuss umgerechnet 40 Cent. Hier bist du dann doch etwas über 1 Euro. Mit dem wunderbaren Blick über die Skyline von Kuala Lumpur beenden wir unseren ersten Eindruck natürlich in diesem Video. Meine lieben Freunde, solltet ihr neu sein, lasst doch einfach ein Abonnement da. Darüber freue ich mich ganz herzlich. Und weitere Videos natürlich in dieser Mega-Metropole, die spaßig sein werden, gibt es hier auf diesem Kanal. Wir sehen uns bis dahin. Alles Gute, dein Marc. Peace and Blessings. Ciao.